Moin, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Enderal. Wir sind immer noch in den Wurzelhallen unterwegs, auf der Spur des Apothekarias, der hier seine Tagebuchseiten zurückgelassen hat. Und schau mal weiter, was es zu entdecken gibt. Ach Gott, was habe ich denn gespielt letztens, wo man sich so hochzieht? Ach, Borderlands. Ich bin hier gerade noch so ein bisschen im Borderlands 3 Steuerungs-Move und wollte mich gerade an dieser Kante hochziehen. Hallo! Oh, sind das wieder viele. Warte, den mache ich erstmal so platt. Oh, das sind aber richtig viele. Das sind aber richtig viele. Ey. Ahnengeist? Okay. Ja, warte, noch geht's. Ich platt. Heide, Witzka, seid ihr wieder viele. So, wait a second. Kurz entspannen. Kleinen entspannten Genesungstrank rein. Na ja, schieß ruhig auf mich. Du meinst, dass dir das hilft? So, Achtung, es geht weiter. Das sind nur Leute mit Bogen. Das ist gar kein Problem. Weißt du, die treffen eh nichts. Die sind so doof. Da sehe ich auch schon die nächste Tagebuchseite. Dich mache ich platt. Du bist platt. Du bist platt. Und dich machen wir auch platt. Ran, Alter. So, alles dead, alles kaputt. Da ist ja noch einer. Was ist hier mit dir los? Wie du mich triffst und ich dich nicht, oder was? Dabei habe ich hier Oberwasser. Alter. Ruhe jetzt hier. Habt ihr das gesehen? So, dann wollen wir mal looten. Sofern ich das noch zusammenbekomme. Seite 4 gleich. Warte, ich kann es ja schon mal sammeln. Puff. Da können wir es nicht vergessen, ne? Sag mal, wie es ist. So. Dich wollen wir noch looten. Aber wir wollen ja hier auch nichts zurücklassen von dem wertvollen Krams. Okay. Das sollte so erstmal passen. Hier sonst noch irgendwas? Das sieht ja sehr schön aus. Hier so mit dem Nebelchen. Wenn man jetzt den Weg normal lang gegangen wäre und nicht querfällt, Querstein ein, sag ich mal, hätte man das auch richtig erlebt hier, diese Optik. So, ich ziehe mir mal eben noch ein Ambrosia rein. Ubala. Buff. Drei gesunken, guck mal, wir sind ja quasi wieder gesund, ja. Da kann man ja, euer Arkanistenfieber hat sich gebessert, wollte ich auch gerade sagen. Wir haben ja quasi alles, ist ja alles wieder weg, ne. Was passiert, wenn man 100 hat? Stirbt man dann? Wahrscheinlich, ne. Das ist dann Ende Gelände. So, jetzt lesen wir erstmal die nächste Seite des Tagebuchs. Tagebuch. Seite 4. Die Bilder werden immer wirrer, immer durchdringender. Ich denke zurück an zu Hause, bevor ich auf diese Reise aufgebrochen bin. Doch statt dem Kloster sehe ich nur diese Ruinen. Tote Steine, die von der Zeit gebrochen in Trümmern liegen, von Pflanzen überwuchert. Ich denke an die Geburt meiner Tochter, aber ich kann mich an ihr Gesicht nicht erinnern. Da ist nur diese unglaubliche Leere. Ich muss das Heilmittel finden. Ich bin so weit gekommen. Jetzt kann ich nicht mehr aufgeben. Diese Visionen werden mich nicht aufhalten. Aber ich fühle, dass sie das nicht wollen. Denn sie zeigen mir immer wieder neue Orte, führen mich zu neuen Verstecken. Mein Kopf dröhnt von den Visionen und als ich mir das Gesicht mit Wasser kühlen will, sehe ich plötzlich, wie das Wasser, anstatt von meiner Haut abzuperlen, sich in sie hineinfrisst. Ein reißender Strom frisst sich in meine Haut und gräbt einen tiefen Krater durch mein Fleisch. Der Schmerz lässt mich fast ohnmächtig werden. Wenn diese Bilder Erinnerungen sind, die nicht meine sind, wem gehören sie dann? Welche arme Seele hat solche Erinnerungen? Hat das etwas mit dem Kräuterextrakt zu tun? Wenn ja, was? Vielleicht ist das der Kräuterextrakt, der frisst sich halt einmal komplett durch. Danach ist er aber innerlich auch gereinigt, ne? Tot, aber auch sauber. Ja, so herrlich. Weiter geht's, hinab in die Gruft. Man sieht, wir sind mal wieder leicht von unserer eigentlichen Mission, Kopfgeld einzusacken, abgekommen.
Aber es hat sich gelohnt. Aber wie hübsch das aussieht mit dem Bumpmapping und so. Sehr nice. Also, sieht schon geil aus. Ich möchte diese Wand berühren. So sieht sie aus. Okay, da lang. The fuck ist denn das? Es ist ein riesiges krokodilartiges Wesen. Ich will es knuddeln. Lass mich dich drücken. Knochenreißer. Es ist einfach ein Drachenkopf auf seinem. Sie haben einen Drachen zu einem Antrowesen gemacht. Und ihn Knochenreißer genannt. Darf ich dich jetzt knuddeln? Also, ich würde ihn schmusen. Den Knochenreißer. Aber er wollte nicht schmusen. Ganz im Gegenteil. Er wollte meine Knochen zerreißen. Aber das da oben sieht verdächtig aus. Als müsste man da irgendwie hinauf. Oder? Geht nur mir das so? Ja, perfekt. Herz des Glücksritters. Oh, eine Edelsteintruhe. Ja, da kommen wir über die Kohle mal rein jetzt, ne? Aber hallo. Der Aufwand des Hochspringens in einer schweren Rüstung hat sich gelohnt. Und da ist die nächste Seite des Tagebuchs. Ich höre Kampfmusik, ich sehe aber nichts. Naja. Wird sich schon melden. Seite 5. HDU. Seite 5. Ich springe durch buntes Laub. Ich renne zusammen mit den Bären über Steine. Ich fliege empor, hoch über alles andere, bis dicht unter den orangenen Himmel. Vorsicht, Achtung, sonst stürze ich ab. Nein, halt, das bin ich nicht. Ich habe diesen Ort nie gesehen. Ich war nie zuvor hier. Ich bin hier aufgewachsen. Meine Mutter ruft mich. Ich muss aufhören zu spielen. Ich kenne diese Frau nicht. Wieso schaut sie so traurig? Ich bin gleich da, Mutter. Wieso tut mir mein Kopf so weh? Ich habe einen bitteren Geschmack im Mund, ekelhaft und schwer. Und es braucht all meine Kraft, um mein Essen bei mir zu behalten. Nein, halt. Mama, mach das nicht. Ich will das nicht. Dieser Ort treibt mich in den Wahnsinn. Ich muss sein Geheimnis ergründen, bevor es zu spät ist. Wer weiß, ob es das nicht schon ist. Also er scheint langsam dem Wahnsinn anheilen zu fallen. Aber hier ist das bunte Laub. Hier hat er gespielt. Mit den Bären. Ach da, hallo. Alter, du bist Junge. Warum bist du eigentlich der Erste? Der Fürst hat mich aber mal platt gemacht. Alter Focko. So, wo sind wir jetzt? Oh nein, jetzt muss das alles nochmal machen. Okay, machen wir erstmal den platt. Ja. Beim Füßen muss man am besten erst blocken und ihn dann verbessern. So, Knochenbeißer wieder platt gemacht. Hattest du keinen Loot? Doch. Dann wieder hier hoch zur Edelsteinkiste. Dann kurz abwarten, bis ich wieder dingsen kann. Jawohl, läuft. Hat mich der Fürster mal eben einfach platt gemacht. So, warte, dann auch das Tagebuch nochmal lesen. Damit das fürs Game so aussieht, als hätten wir das nochmal gelesen. Jawohl. Ja. Zwischenspeichern. Aus hier. Los, komm. Und ihn fertig gemacht. Was ist er denn jetzt? Diesmal hat er ja keinen Bock, uns sonst direkt auf die Fresse zu hauen. Naja, so mein Fürst. Ende Gelände. Also ihr seht, je nach Stärke der Gegner ist es trotzdem. Man muss aufpassen, ne? Ich hätte natürlich jetzt einfach casten können, aber ich war so selbstsicher und dachte, einen Fürsten, den knallen wir doch so weg. Aber nein, da war ich mal wieder zu selbstsicher. So, jetzt eine dicke Kiste. Trankmischrucksack. Equilibrium, Rang 3 und eine massive Truhe. Voller schöner Dinge. So, ich hätte ja jetzt erwartet, dass hier das nächste Tagebuch irgendwo rumliegt. Tut es aber nicht. Dann müssen wir wohl weiter die Treppe hinauf. Oh ja, gut, okay. Auf geht's.
gemacht und den kann ich mit dem Bogen wegkommen. Dann werde ich doch mal direkt in den Kopf schießen. Steckt sogar in deinem Auge. Ist ja eklig. Oh oh. Den einen habe ich platt gemacht. Die zweite Ratte machen wir so platt. Ich wollte halt auch mal den Bogen wieder ausprobieren. Ich kann's noch, ja. Lehrling. Ja gut, Fuchs, das, oh, das... Bin ja noch Lehrling, ne? So. Okay. Ich hab, mein Schwert hat keine Magie mehr, kann das sein? Habe ich nicht so ein anderes Schwert ausgerüstet gehabt? Ist es kaputt? Wo ist es hin? Ach ja. Idiot. Warte mal. Ich habe das ja mit den Shortcuts belegt und dann nimmt er bei eins natürlich das andere Schwert. Ich laufe hier die ganze Zeit wieder mit dem falschen Schwert rum, habe es nicht gemerkt. Bin auch ein Dödel, ne? Hallo! Möchtest du ihr nicht? Komm her! Vor denen brauchen wir, glaube ich, keine Angst haben. Die können wir so weghauen. Sind zwar viele und sie sind nervig und man kann sie schlecht treffen, aber platt kriegen die uns nicht. Okay, dann sammeln wir mal aus den Irrlichtkadavern noch ihre letzten Reste. Hier geht's weiter. Hier noch irgendwo ein Tagebuch versteckt? Nope. Okay. Dann geht's jetzt zurück in den Golden Forest. Okay. Wahrscheinlich ist da jetzt eine Lichtung, wo es endet. Irgendwie. Der Spritangriff des Lykanthropen ist einer der stärksten Angriffe aus dem Spiel. Mit der richtigen Erinnerung kann er euren Gegnern... Ja, hier sind wir richtig. Es ist schon wieder dunkel. Oder immer noch dunkel. Ich habe leider auch kein Bett oder sowas gefunden. Das heißt, es bleibt dunkel. Heiligtum des Gräberpfades. Aggro werden, kleiner Nachbar. Knochenreißer, Rippentaler. So. Knochenreißer ist dead. Alles mitnehmen, was hier so rumliegt, würde ich sagen. Ich komme da nicht rein. Ich sammle hier alles ein, Mann. Das ist mir Wayne. Das ist alles mein Zeug. Trommeln. Da gibt es 100 pro irgendwo so einen untalentierten armen Barden, der sich darüber freut, wenn ich ihm die Dinger verkaufe. Oder mitbringe. Man muss ja nicht immer alles verkaufen, ne? Man kann auch mal Dinge verschenken. So, jetzt gibt es hier zwei Möglichkeiten. Es geht da hoch und es geht hier lang. So, jetzt gehen wir erstmal hier lang. Kann ich mit Tee warten? Ihr müsst ein Bett suchen, um zu rasten. Nein, warten ist nicht drin. Ich würde das mir ja gern bei Tag angucken. Wobei, immerhin nachts leuchten die Steine so schön. Gehen wir erstmal da hoch. Das sieht halt schon aus, ne? Gehen wir erstmal hier hoch. Ich habe das Gefühl, dass ich hier... jeden Fall das nächste Buch versteckt. Ja, hättest du wohl gerne, wa? Ich bin unsterblich, mein Freund. Ein beschworener Wächter. Und ich muss den Ahnengeist kümmern, der leider wegfährt. Da ist noch einer mit Pfeilbogen. Komm, Rando! Dämonenherz. Ich will nichts verzaubern. Gehen Sie weg. Um einen Gegenstand zu verzaubern, müsst ihr den magischen Effekt kennen und einen gefüllten Seelenstein besitzen, dessen Seele groß genug ist. Magische Effekte lernt ihr kennen, indem ihr Gegenstände zerstört, die den Effekt benutzen. Nice. Soweit so bekannt. Stab.
War nicht eine dicke Truhe? Ich dachte, es wäre eine Truhe, aber es war ein Schrein. Tja. Tja, ich gehe jetzt nochmal weiter hoch. Da scheint das letzte Tagebuch zu liegen. Ne, Seite 6. Das Tagebuch des Apothekers 6. Okay. Tag 15. Ich will nicht weg, Mama. Ich will bei euch bleiben. Ich muss das Heilmittel finden. Ich muss einen Weg finden, den roten Wahnsinn zu heilen. Ich will das nicht trinken, Papa. Lass mich los. Dieser bittere Geschmack immer stärker, immer mehr. Ich kann nicht atmen. Fäule füllt meine Lungen. Nein, Mama. Nein, Papa, nein. Ich weiß nicht, wie ich hierher gekommen bin. Meine Erinnerungen sind wie Buchseiten in einem Sturm. Wild durcheinander fliegen sie mir zu. Sind das denn wirklich meine? Ich sehe einen See. Und Mamas Gesicht, ihre zarte Haut, ihre riesigen Reißzähne. Was? Was hat der für eine Mutter? Die Steine dort unten sehen so einladend aus. Nur einen Schritt vorwärts, dann ist alles vorbei. Keine Schmerzen mehr. Nein, ich muss weitermachen. Diese Visionen wollen mir etwas zeigen. Nur bin ich bereit, es zu sehen? Wenn es mir das Heilmittel gibt, dann muss ich es finden. Langsam zweifle ich nur, ob dieser Kräuterextrakt wirklich das tut, was ich dachte. Nö, der schickt dich einfach nur auf einen kleinen kurzen Trip, ne? Mehr ist da nicht los. Aber jetzt immerhin versucht. So, dann gehen wir mal wieder runter. Jetzt gibt es hier noch zwei Wege. Einmal da lang, einmal da lang. Gehen wir erstmal rechts, würde ich sagen. Und schauen dann weiter. Der Fürst knallt halt rein, Alter. Ohne Spaß, wenn er trifft, dann trifft er aber. Da gibt's kein Zurück mehr. Trank. Jetzt weiche ich mit dem noch ein bisschen aus. Hier bei den Fürsten müssen wir echt aufpassen. Die sind krass drauf. So, he's dead. Wieder ein Level up. Nice, dann machen wir mal ein bisschen Lebensenergie. Ups, das kann ich echt gebrauchen zurzeit. Plasma, noch mehr Ektoplasma. Wo ist der Fürst? Ich will sein teures Loot haben. Der Fürst hat doch 100 Pro was Krasses dabei gehabt. Da liegt er rum. Nein, das sind Pilze. Noch mehr Pilze. Okay, da sind wieder Gegner, da geht's wieder rein. Aber wir schauen uns erstmal weiter um. Gibt's hier oben irgendwas oder bin ich jetzt ins Nichts gelatscht? Ich glaube, ich bin ins Nichts gelatscht. Wir müssen vermutlich gleich in diese Höhle rein. Aber bevor wir das tun, natürlich erstmal umschauen. Das könnte das letzte Buch sein. Ja. Hier ist wenigstens Geselle. Fast geschafft. Gibt's denn das? Na also. Ring des Schattens. Ring der Schattenmagie. Vorne sehe ich auch diese Kristalle. Keine Sorge, wir lesen gleich das letzte Buch, aber die Folge ist gleich zu Ende, deswegen lohnt es sich nicht mehr. In 8 Sekunden schaffe ich das nicht, das zu lesen. Und somit habt ihr auf jeden Fall einen schönen Cliffhanger, um gleich die nächste Folge mit mir gemeinsam zu genießen. Das sieht irgendwie unangenehm aus. Da gehen wir doch gleich mal hin. Ja, wir hören dich doch. Wir hören dich doch. Ist doch alles schön. Guck mal, wie das Blattwerk hier. Ich glaube, tagsüber würde das richtig cool aussehen. Aber naja.
Meine Lieben, ihr hört den Hahn krähen, ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann an dieser Stelle mal wieder so einen kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst Spende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.